Mit dem modernsten japanischen Abfangjäger damals war die Corsair 60 Stundenkilometer schneller, hatte 650 Kilometer mehr Reichweite. Einziger ernstzunehmender Gegner war die Nagajima Ki 84 der japanischen Armee. Die war in den niedrigen und mittleren Höhen der FVU deutlich überlegen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es für die Corsair immer weiter. In Korea Krieg im Einsatz gewesen. Zwischen 1947 und 1948. So, da ist die Corsair im vollen Einsatz. 2100 PS. Die ersten Kampfschwierigkeiten mit diesem riesigen Propeller. Allerdings merkten erfahrene Piloten sehr schnell, dass das Flugzeug doch recht ordentlich zu fliegen sei. Allerdings sehr schwer zu landen, denn bei der Landung neigte die Corsair dazu, auf den Decks zu springen und zu hüpfen und auf die Seite zu fallen. Deswegen hat auch der Spitzname Ensign Killer, Ensign Eliminator, Ensign Burner, also Fähnrich Mörder. Abgesehen von diesen Schwierigkeiten, Einsatz, das ist die Geschichte dieses wunderbaren Fliegers, den Sie hier hautnah erleben dürfen. Jetzt geht es direkt weiter, meine Damen und Herren, mit der Flugvorführung der beiden T6 Texan, die hier für Sie unterwegs sind. Dieser Flieger wurden gebaut und so sind sie auch heute noch überall auf der Welt im Einsatz. Wie ich vorhin sagte, vielleicht der Volkswagen der Lüfte. Im Übrigen eine Weiterentwicklung des NA-16, der schon im 1. April 1935 flog. Und somit war die Texan, also die T6, das einzige Flugzeug, das sowohl bei der Wehrmacht, bei der deutschen Wehrmacht, als auch bei der deutschen Bundeswehr im Einsatz war. Wie geht das? Naja, es ist eine ganz einfache Geschichte. Zunächst mal die bei der Wehrmacht im Einsatz befindlichen Texans, das waren Beuteflugzeuge, die in Frankreich aufgegriffen wurden. Die französische Luftwaffe hatte etliche dieser. Ein Teil der erbeuteten Flugzeuge musste quasi kannibalisiert werden, um diese Flotte flugfähig zu halten, denn natürlich, das waren alles angloamerikanische Bauteile. 1944 gehörte die Flugzeuge zu den meistgeflogenen Typen der Luftwaffe. Nach Flugstunden je Flugzeug gerechnet. Die Bezeichnung lautete in der deutschen Luftwaffe NA-57P2. Das P2 bedeutete einfach nur zwei Plätze. Ja, und wie kamen die Flieger dann zur Bundeswehr? Ganz einfach. 1957 wurden, ich glaube, 88 dieser Flugzeuge an die Bundeswehr übergeben. Und das waren mehr, es waren 130. Zum Stückpreis von einer Mark. Also eine deutsche Mark musste der Verteidigungsminister in den 50er Jahren für ein so ein Flugzeug bezahlen. Relativ überschaubare Investition, das war natürlich ein symbolischer Preis für die neu gegründete deutsche Luftwaffe. Im Übrigen waren die Maschinen auf überall in der Welt im Einsatz. Argentinien, Australien, Bolivien, in Honduras, in Israel, Paraguay, Thailand, Südafrika, Schweden, Sowjetunion, Großbritannien, überall auf der Welt, Uruguay, Venezuela, überall waren diese Maschinen im Einsatz. Und sogar heute gehören sie nicht zum alten Eisen. Es gibt zahlreiche flugtüchtige Exemplare. Viele von denen werden eben von Enthusiasten in mühevoller Arbeit restauriert. Und dann sind sie natürlich auch im Film zu sehen, denn für historisch korrekte Flugzeuge da fehlt das Angebot. Deswegen werden oft solche T6-Maschinen als Filmstar missbraucht. Zum Beispiel den Film Tora, Tora, Tora. Da spielen sie verschiedene japanische Flugzeuge mit verschiedenen Lackierungen, zum Beispiel die Zero Wing, ein bisschen wilde Formationen. Dem sei gesagt, dass es sich bei Kunstfliegerei um eine absolut ernstzunehmende Sportart handelt, die auch eine entsprechende physische Vorbereitung mit sich bringt. Mal so eben diese Figuren zu fliegen, das geht nicht, weil teilweise wirken auf den Piloten Kräfte bis zum Zehnfachen der Erdanziehungskraft ein. Da
wenn Sie da im Cockpit Mäuschen spielen könnten, dann würden Sie sehen, dass also quasi die Gesichtshaut nach hinten gezerrt wird, die Augen aus den Höhlen treten und die Füße also enorm belastet wird. Deswegen trainieren Kunstflieger ganz intensiv, damit in solchen Situationen es eben keinen Blackout gibt, sondern die Maschine weiter unter Kontrolle halten. Im Einsatz war, beim US Army Air Corps, XCT hieß sie da, ein Testprogramm vorgesehen für ein ferngesteuertes Flugzeug. Das hat man mit der kleinen roten Rädchen gemacht. Ein kleines, leichtes Flugzeug, wirtschaftlich zu fliegen. Jetzt sehen wir, er bleibt in der Luft stehen und wenn wir jetzt rückwärts müssen, dann haben wir hier die extra Trampel. Er steht in der Luft und lässt sich sozusagen taumelnd wieder senkrecht nach unten fliegen. Das ist jetzt natürlich Kunstflugzeug. Das ist wirklich Leistungssport, nicht nur von der Maschine, sondern auch vom Pilot aus, der hier mit der Pitts S-Warm Special von 1944 unterwegs ist. 5,30 Meter Flügelspannweite, Rumpflänge 471, 180 PS leistet diese Maschine. Und auch hier Schwungradanlasser mit Handkurbelbedienung, das heißt, man muss erstmal ordentlich kurbeln, bevor die Pitts S1 sich zu Diensteifer und Pflichterfüllung überreden lässt. 1944 wurde sie entwickelt und hat. Sturzflug und senkrecht wieder in die Wolken. Wie heißt es so schön? Über den Wolken muss die Freiheit voll grenzenlos sein. Hier ist sie unter den Wolken und ich denke, das ist das, was Kunstflug ausmacht. Wohin mit einer rasenden Geschwindigkeit und da sind wirklich die Erdanziehungskraft um ein Mehrfaches. Thank you.
Das war die...